Hallo und herzlich willkommen in den Technischen Sammlungen Dresden. Mein Name ist Jonas Rüke und ich begrüße euch heute hier in der Ausstellung Schöne neue Cyberwelt. Heute reden wir über Doom. Das ist quasi so der Shooter, der Anfang der Shooter-Serien. Es ist nicht das erste seiner Machart, aber es ist auf jeden Fall das populärste Shooter-Spiel seiner Zeit. Das Spiel wurde entwickelt von ID Software. Die hatten sich schon vorher einen Namen gemacht mit Wolfenstein 3D, ein anderer sehr relevanter Shooter-Titel, der quasi auch als Urvater des Genres bezeichnet wird. Und das war ein ziemlich kleines Studio, denn sie hatten nur 6 Mitarbeiter, was ziemlich beeindruckend ist, denn moderne vergleichbare Mainstream-Studios kommen nicht mit weniger als 130 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus im Normalfall. Die Story von Doom ist auch ziemlich schnell erklärt. So hat die Union Aerospace Corporation mit Teleportationstechnologie experimentiert auf den beiden Marsmonden Phobos und Deimos. Und da ist ziemlich was schiefgegangen, denn sie haben aus Versehen ein Portal zur Hölle geöffnet. Und wir sind nun ein namenloser Marine und müssen uns dieser Invasion stellen. Ja, und gespielt wird das Ganze dann aus der Ego-Perspektive. Das ist quasi der Blick aus der Sicht des Charakters und nicht wie aus der Third-Person-Perspektive von hinten auf den Charakter drauf. Das sorgt für deutlich mehr Immersion, was später noch relevant wird. Und so bewegen wir uns durch relativ verschachtelte Level, die gefüllt sind mit Fallen und natürlich mit Gegnern. Das Ziel ist immer, ans Ende des Levels zu kommen. Und dazu haben wir verschiedene Waffen in unserem Arsenal zur Auswahl, angefangen von einfacher Pistole bis hin zu Maschinengewehr und auch ganz typisch im Science-Fiction-Stil einem Plasmagewehr. Damit schießen wir uns eben an verschiedenen Gegnern vorbei, besessenen Untoten und Dämonen, was man eben so in der Hölle findet. Und wir können auf unserem Weg auch noch ganz andere Power-Ups finden, wir können Munition einsammeln, Lebenspunkte und Rüstung. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird, haben wir verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Das reicht von ich bin zu jung zum Sterben bis hin zu Albtraum. Und die Gegner bekommen dabei, umso höher man geht, mehr Lebenspunkte und es gibt auch mehr von ihnen. Die Grafik des Spiels ist so ein bisschen eine Mogelpackung, denn es wurde ja vermarktet als der 3D-Hit. Aber in Wahrheit ist es eher sowas wie 2,5D, denn die Umgebung des Spiels ist zwar dreidimensional dargestellt und wir können uns auch so in ihr bewegen, aber die verschiedenen Objekte und Gegner, die uns eben begegnen, bestehen aus sogenannten Sprites. Das sind quasi zweidimensionale Flächen, die uns immer in einem voreingestellten Winkel begegnen. Doom hatte eine eigens für das Spiel hergestellte Engine und die war für die Zeit etwas ziemlich Besonderes, denn Level konnten nun atmosphärischer dargestellt werden und abwechslungsreicher. Man hatte Outdoor- und Indoor-Bereiche, man hatte sowas wie mit radioaktivem Müll gefüllte Poole und ähnliches. Das Spiel war mal vor allen Dingen als Einzelspielerkampagne gedacht und auch so entwickelt worden, indem man eben alleine einsteigt. Aber da es relativ frei verfügbar war für die Modding-Community, hat sich ziemlich zügig noch ein Koop-Modus entwickelt, in dem man eben zusammen gegen die Horden der Untoten ankämpft und auch ein kompetitiver Modus, in dem man gegen andere Spieler spielt. Das Spiel sorgte auch über die Gaming-Community hinaus für ordentlich Gesprächsstoff. So wurde es in Deutschland von der zugehörigen Bundesprüfstelle kurze Zeit nach Release indiziert, das heißt verboten. Wegen eben gewalttätiger Darstellungen mit viel Blut aus der Ego-Perspektive, die ziemlich immersiv war. Und es kamen satanische Symbole vor und man übte eben diese Gewalt gegen menschenähnliche Wesen aus. So damals die Argumentation. Die relativ hitzige Debatte über Gewalt in Computerspielen hält auch noch bis heute an. Man muss aber sagen, Doom selbst ist seit 2011 nicht mehr auf eben dieser Liste und ist seitdem ab 16 Jahren verfügbar. Das wurde eben entschieden, da das Spiel nun nicht mehr als detailreich genug und realitätsnah genug eingestuft wird und unsere heutigen Sehgewohnheiten sich einfach verändert haben und deswegen die Wahrnehmung des Spiels eine andere ist. Das einst initiierte Spiel wurde nunmehr auch von der Community, aber auch der Wissenschaft emporgehoben in die Hall of Fame der Computerspiele, denn es ist eins der revolutionärsten Spiele aller Zeiten. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich stürze mich jetzt nochmal in die Welt der pixeligen Untoten und Dämonen. Irgendjemand muss den Job ja übernehmen.